Aktuelle Let's Dance News im Gala-Ticker. Daniel Hartwig fällt Corona-bedingt aus ++ Let's Dance Pause für René Kesseli. Die beliebte Tanzshow Let's Dance findet trotz anhaltender Corona-Pandemie auch in diesem Jahr wieder statt. Die 15. Staffel startete am Freitag, 18. Februar 2022 um 20.15 Uhr mit der Kennenlernshow, bei der die 14 prominenten TeilnehmerInnen die ProfitänzerInnen und die ZuschauerInnen die Paarungen erfahren haben. Am 25. Februar fand die erste offizielle Wettbewerbsshow statt. Let's Dance 2022. Alle News zur 15. Staffel. 22. März 2022. Daniel Hartwig darf Show 5 nicht moderieren. Die Corona-News reißen nicht ab. In der 5. Show von Let's Dance gibt es neben René Kesseli, 25, einen weiteren Ausfall. Auch Daniel Hartwig, 43, muss eine Zwangspause einlegen. Der Moderator hat Corona und muss sich in Quarantäne begeben. Statt auf der Bühne wie gewohnt freche Sprüche abzufeuern, kann der 43-Jährige das Tanzspektakel dieses Mal nur von zu Hause aus verfolgen. Wer die RTL-Tanzshow an seiner Stelle mit Viktoria Swarovski, 28, moderiert, gibt RTL zeitnah bekannt. Die Corona-Infektionen der aktuellen Staffel scheinen kein Ende zu nehmen. Juror Joachim Jambi, 57, musste in der Auftaktshow passen. Schauspieler Hardy Krüger Jr., 53, fiel in den beiden ersten regulären Shows aus und musste das Format schließlich komplett verlassen. Auch die Promi-Tänzer Caroline Bosbach, 32, Timur Ölker, 32, und Lilly zu sein Wittgenstein-Berleburg, 49, hatte es schon erwischt. Zudem mussten die Tanzprofis Andrzej Cibis, 34, Malika Czumew, 31, und Katrin Menzinger, 33, eine Corona-Zwangspause einlegen. 21. März 2022. René Kesseli hat Corona. Weiterer Corona-Fall bei Let's Dance. Auch Ninja Warrior René Kesseli, 25, wurde positiv getestet und kann deshalb nicht an der 5. regulären Folge der aktuellen Staffel teilnehmen, wie RTL auf dem offiziellen Instagram-Kanal von Let's Dance bekannt gibt. Dem Zirkusartisten blutet das Herz, wie er gegenüber RTL verrät.